Gesetzgebungsverfahren zur Grundrente soll im Januar 2020 beginnen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Hubertus Heil hat bekannt gegeben, dass das Gesetzgebungsverfahren für die Grundrente Anfang Januar 2020 beginnen soll. Er macht Druck, denn die Grundrente soll ja, wie wir alle wissen, zum 1. Januar 2021 beginnen. Das Gesetzgebungsverfahren beginnt in der Regel immer damit, dass wir einen Gesetzesentwurf haben. Auch hier warten wir immer noch sehnlichst auf den Gesetzgebungsentwurf. Aber ich gehe mal davon aus, wenn der Herr Heil schon so eine Bekanntgabe macht, dann wird wohl der Gesetzesentwurf in Kürze auch veröffentlicht werden. Dann haben wir ihn in der Hand. Nochmal ganz kurz für Sie zur Erinnerung. Wer hat Anspruch auf die Grundrente? Anspruch auf die Grundrente haben langjährig Versicherte, die also mindestens 35 Jahre Grundrentenzeiten nachweisen können oder auch ein bisschen weniger. Das ist ja auch noch in der Diskussion, wie das geregelt wird, die sogenannte Gleitzone oder Übergangszone für die fehlenden Wartezeiten. Erste Voraussetzung. Zweite Voraussetzung ist, der Versicherte darf nicht mehr als 0,8 Entgeltpunkte pro Jahr Grundrentenzeiten durchschnittliche Entgeltpunkte verdient haben und auch nicht weniger als 0,3. Das ist der sogenannte Korridor. Und er darf auch kein höheres anrechenbares Einkommen als Single von 1250 Euro haben. Wie genau die Einkommensanrechnung funktionieren wird, ist auch noch völlig offen. Wir kennen nur diesen Freibetrag und es soll auch noch ein neuer Freibetrag da eingeführt werden. Es wird auf jeden Fall ganz spannend. Im Januar 2020 geht das Gesetzgebungsverfahren los. Das finden wir auch gut, denn dann können wir hier sozusagen Sie immer mit frischen Informationen füllen und Sie haben dann alles im Überblick zur Grundrente. Näheres zum Thema Grundrente finden Sie auf unseren vielen Beiträgen zur Grundrente auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen und der Grundrente eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.